Massentierhaltung ist eine Qual für die Tiere und für uns Menschen eine große Gefahr durch multiresistente Keime aus den Ställen. Die Berliner Charité hat für 2050 mehr Tote durch Antibiotikaresistenzen vorhergesagt als durch Krebs. Und jeder Dritte stirbt heute an Krebs. Die Gefahr wird nicht ernst genug genommen, denn Massentierhaltung und Krankenhauskeime hängen ganz eng zusammen. In der Massentierhaltung werden sehr große Mengen Antibiotika zur Bekämpfung von Infektionen und vor allem vorbeugend verabreicht. Das ist so, als würde man zigtausend Fans im Fußballstadion Antibiotika geben, obwohl nur ein paar wirklich krank sind. So ist die Praxis in der industriellen Massentierhaltung. Da werden Antibiotika in einem Aufwasch an alle Tiere verabreicht. Diese sehr hohen Dosen von Antibiotika führen zunehmend bei den Tieren zu resistenten Keimen, welche dann auf das Fleisch gelangen und auf mehreren Wegen zum Menschen. Ein Mensch, welcher mit diesen antibiotikaresistenten Keimen besiedelt ist, zeigt in der Regel keine Krankheitssymptome und scheint gesund. Überträgt er jedoch diesen Keim auf einen kranken, geschwächten, verletzten oder operierten Patienten, so führt dies, vor allem natürlich im Krankenhaus oder in anderen medizinischen Einrichtungen, immer häufiger zu unbehandelbaren Infektionen mit Multiorganversagen und mit Todesfolge. Da diese Menschen sich in der Regel im Krankenhaus befinden, spricht man allgemein von Krankenhauskeimen. Zum einen sind die Keime auf dem Fleisch. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, hat 2015 Putenfleisch von diversen Discountern in 12 deutschen Städten untersucht. Bei diesen bundesweiten Stichproben wurden auf 80 bis 90%, ich wiederhole, auf 80 bis 90% der Fleischstücke antibiotikaresistente MRSA-Keime und sogenannte ESBL-produzierende Keime nachgewiesen. Vergleichsweise testete der Bund auch Hofschlachtereien, bei denen die Puten konventionell bzw. ökologisch gehalten wurden. Dabei wurden keine Belastungen von antibiotikaresistenten Keimen nachgewiesen. Durch die Gülle gelangen außerdem diese resistenten Bakterien auf die Felder und damit auf Obst und Gemüse und auch ins Grundwasser. Auf Menschen, die in der Massentierhaltung tätig sind, werden die Keime von den Tieren ebenfalls übertragen und gelangen über Kontakte wieder zu anderen Menschen. Das heißt, die resistenten Keime aus der Massentierhaltung gelangen so über mehrere Wege zu immer mehr Menschen. Ja, denn wer viel beruflichen Kontakt zu den Tieren hat, ist zigfach, nicht nur mehrfach, höher mit den resistenten Keimen befallen. Jemand, der in der Massentierhaltung arbeitet, zählt zur Risikogruppe, so das Robert-Koch-Institut. Das Hygieneinstitut der Universitätsklinik Münster führt in einer Publikation unter Berücksichtigung diverser Studien folgende Zahlen für die MRSA-Träger auf. 80 bis 90% der Schweinehalter, 80 bis 90% und bis zu 45% der Tierärzte. Hingegen ist die übrige Bevölkerung in Deutschland ohne regelmäßigen Tierkontakt oder beruflichen Kontakt mit MRSA-Trägern unter 5% betroffen. Daraus geht ganz eindeutig hervor, dass die Problematik insbesondere aus den Tierställen der Massentierhaltung kommt. Daher haben einige Krankenhäuser schon bei der Aufnahme neuer Patienten Abstriche zur Erkennung des Keims eingeführt. Aber das reicht natürlich nicht, da ja die Ursachen bekämpft werden müssen.
Auch in der Humanmedizin werden seit langem zu sorglos Antibiotika verabreicht und führen zu einer erheblichen Anzahl von antibiotikaresistenten Keimen. Doch für die Tierzucht werden große Mengen an Antibiotika vorbeugend verwendet. Es bekommen mehr gesunde Tiere Antibiotika als kranke Menschen. Nehmen Sie die Geflügelmastanlagen mit mehreren 10.000 oder sogar Hunderttausenden Tieren. Infektionen breiten sich durch die Enge rasend schnell aus. Ein Hähnchen wird in seinem kurzen Leben von weniger als 40 Tagen insgesamt 10 Tage lang mit Antibiotika vollgepumpt. Vorwiegend gesunde Tiere bekommen vorbeugend Antibiotika. Die meisten Tiere haben mittlerweile multiresistente Keime. Die Bakterien geraten dann vom Tier zum Mensch und auch in die Umwelt. Dadurch werden die Resistenzen auf ein noch größeres Spektrum von Bakterien verbreitet, wie bei einem Schneeballeffekt, wodurch das Ausmaß sich rasant verschlimmert. Hochwirksame Breitbandantibiotika müssen für Schwerkranke eingesetzt werden, als letztes Mittel, wenn andere Antibiotika versagen. Diese Reserveantibiotika vorbeugend zu verabreichen, um keine Ausfälle zu haben und die Tiere schnell auf Schlachtreife zu bringen, ist geradezu absurd und hat für den Menschen katastrophale Auswirkungen. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor der postantibiotischen Ära, das heißt vor der Zeit, wenn die Antibiotika nicht mehr wirken. Das wird wie im Mittelalter, wo es keine Antibiotika gab und selbst kleine Infektionen tödlich sein konnten. Sämtliche wissenschaftliche Ergebnisse machen die Abschaffung der Massentierhaltung dringlicher denn je. Die Massentierhaltung in ihrer jetzigen Form ist inakzeptabel. Wir müssen auf schnellstem Weg zu einer möglichst regionalen, ökologischen und tiergerechten Haltung zurückfinden. Massentierställe müssen sehr zügig zurückgeführt und ihre finanzielle Förderung sofort gestoppt werden. Hier sind die deutschen und auch die europäischen Gesetzgeber gefordert, entsprechende Richtlinien vorzugeben, welche streng kontrolliert und auch eingehalten werden müssen. Deutlich weniger Fleischproduktion, dafür hochwertiger. Schluss mit minderwertiger, krankheitserregender Billigproduktion. Schluss mit Überproduktion für den Export. Antibiotika dürfen prinzipiell nur an kranke Tiere gegeben werden. Es muss sofort ein Verbot von Reserveantibiotika in der Tiermast eingeführt werden. Tierärztliche Großpraxen sollen nicht mehr Antibiotika selbst verkaufen dürfen. Das heißt, das sogenannte Dispensierrecht in seiner jetzigen Form muss schnellstens gesetzlich abgeschafft werden. Wir brauchen auch eine klare Kennzeichnungspflicht aller Lebensmittel für den Verbraucher, damit er sieht, was er bekommt. Ein Hähnchen für 3,50 Euro, das mit Antibiotika vollgepumpt wurde, ist kein gesundes Lebensmittel. Wir müssen dem Wort Lebensmittel wieder die richtige Bedeutung geben. Weniger Masse, dafür mehr gesunde Qualität. Mensch vor Profit.